Herzlich willkommen zu Dev Diary Nummer 12. Und ihr glaubt es nicht, dieses Dev Diary ist so vollgepackt mit super Informationen, ganz vielen Neuigkeiten. Und wir freuen uns tierisch, damit ihr den Überblick behaltet. Ich sag's schon mal vorab, in der Beschreibung da unten haben wir ein Inhaltsverzeichnis hinzugefügt. Also könnt ihr ganz einfach vor- und zurückspringen und einfach das angucken, was euch am meisten interessiert oder alles oder zurückspringen, wie auch immer ihr wollt. Super Neuigkeiten haben wir. Die erste Neuigkeit ist vielleicht jetzt auf dem ersten Blick nicht so super, denn wir haben ein neues Release-Datum für den Fernbus-Simulator. Der kommt nicht wie geplant am 11. August raus, sondern am 25. August, zwei Wochen später. Das hat klare Gründe, wer es nicht mitbekommen hat. Wir haben ein gesondertes Video vergangenen Freitag veröffentlicht. Der Link ist jetzt auch eingeblendet bzw. in der Beschreibung auch gelistet. Guckt da bitte rein, denn wir haben das genau erklärt, denn es hat genaue Gründe, die zu eurem Vorteil sind, warum das Spiel zwei Wochen später rauskommt. Jetzt aber zu den wirklich guten Neuigkeiten. Wie auch im Video am Freitag erwähnt, planen wir ein Release-Event. Der Fernbus-Simulator Release-Event, das wird eine Riesensache. Und zwar, wie ich es schon erwähnt habe, fahren wir mit einem Sonderbus von Berlin nach Erfurt. Eingeladene Gäste werden die Möglichkeit haben, in Berlin noch die Leitzentrale von Flixbus anzugucken. Und dann fahren wir eben gemeinsam nach Erfurt und feiern hier den Release des Fernbus-Simulators mit Essen und Getränke. Und wir werden einige Monitore bzw. Leinwände aufbauen, wo das Spiel dann ausprobiert werden kann. Und falls ihr jetzt schon Angst bekommt, dass irgendwie, naja, in so einen Bus passen ja nicht so viele Leute rein, ihr könnt auch direkt nach Erfurt anreisen. Und sofern ihr entweder nach Berlin oder nach Erfurt anreist und mit dem Flixbus anreist, bekommt ihr von uns einen Gutscheincode, womit ihr 50% für die Hin- und Rückfahrt spart. Anmeldung beginnt am Freitag. Diesen Freitag, der 8. ist das, glaube ich, der 8. Juli. Schaut also bitte unbedingt in unser Forum vorbei. Da steht dann alles drin, alle wichtigen Informationen und das Anmeldeformular ist da dann auch. Auf Facebook posten wir dann natürlich auch noch einen Link. Also haltet euch da unbedingt auf dem Laufenden. Das wird eine Riesensache. Fernbus-Simulator Release Event. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf auf dieses exklusive Event. Und ihr könnt auf jeden Fall dann vor Release das Spiel schon antesten. Apropos antesten, ihr könnt es auch auf der Gamescom antesten, denn wir sind wieder bei der Gamescom dabei. Sowohl bei den Fachbesuchertagen als auch bei den öffentlichen ist mindestens ein Mensch von TML Studios auf jeden Fall da. Also ich bin es zumindest und Jill ist auch zwischenzeitlich da und an bestimmten Tagen eben auch andere Leute von unserem Team. Und da könnt ihr auch das Spiel mal testen, euch informieren und auch andere Produkte, die von Aerosoft gepublished wird, kennenlernen. Also kommt unbedingt vorbei, welche Halle und sowas da von uns besetzt wird, so sage ich es jetzt einfach mal. Das werden wir auch noch posten, sowohl auf Facebook als auch in unserem Forum. Nochmal der Hinweis, in unserem Forum seid ihr immer gut informiert. Und dann, wie auch schon angekündigt in unserem Forum, ich habe eine der 5 Geschäftsführer und den IT-Geschäftsführer von Flixbus interviewt, Daniel Kraus. Das war eine super Sache, super Interview und dieses Interview veröffentlichen wir am Samstag, den 9. Juli, 10 Minuten lang ungefähr. Schaut es euch unbedingt an, denn da sind wirklich super Sachen drin. Wir reden über den Fernbus-Simulator und auch über Flixbus an sich und vielleicht sind da auch ein paar Informationen drin, ein paar Fakten, die ihr vorher noch nicht wusstet. Und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Am Samstag kommt es raus und auch da wieder Facebook, YouTube und unser Forum. Eine Sache noch, bevor wir jetzt wirklich ins Eingemachte gehen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, dass einige Let's Player bereits Zugriff zum Fernbus-Simulator bekommen haben. Ganz konkret sind das einerseits Mafuyu X, Next Gen Games und seit neuestem jetzt auch Garderol HD. Vielen Dank an euch. Schön, dass ihr mitmacht. Es ist wirklich super. Wir freuen uns darüber, das Feedback zu bekommen und auch mehr Leute da draußen zu erreichen und dann noch mehr Feedback zu bekommen. Das ist nämlich hauptsächlich der Grund, warum wir das machen. Aber natürlich wollen wir auch außerhalb der Dev Diaries jetzt, wo das Spiel immer näher zum Release kommt, einfach zeigen, wie
ist das Spiel, wie sieht's aus und euch schon einen besseren Eindruck geben, denn das kriegen manchmal die Let's Player besser hin als wir selbst, denn die sind unabhängig und haben eine unabhängige Meinung und zeigen vielleicht auch einige Punkte, die wir als Entwickler, die das Spiel fast jeden Tag sehen schon, vielleicht nicht bedenken und deswegen sind wir wirklich froh, dass ihr da mitmacht. Wenige Let's Player kommen noch dazu, seid gespannt, wer das dann sein wird, auch nicht deutsche Let's Player, also freut euch auf jeden Fall drauf. So, was haben wir hinter mir? Ihr habt es auch mitbekommen in unserem Forum, auf YouTube und so weiter. Wir haben ja das erste DLC schon vor einer Weile angekündigt für den Fernbus-Simulator. Ich überlege gerade, eine Weile ist es nicht her. Das war eigentlich erst vor einem Monat, oder? War das vor einem Monat? Das war vor einem Monat, das fühlt sich so lang an. Der Neoplan Skyliner kommt nämlich als erstes DLC und Jill sitzt neben mir und wird euch den mal ein bisschen zeigen. Hi Jill. Hi. Ich habe den natürlich leider nicht gemodelt. Hätte ich gerne, weil das sieht sehr, sehr geil aus, das Modell. Hier ist mal vom Wireframe auf Shaded und dann seht ihr das Ganze auch mal ein bisschen in, soweit in Materialfarben. Das ist natürlich alles noch nicht texturiert, aber das hilft uns quasi auch dann später daran mitzuarbeiten in der Unreal Engine. Wir haben jetzt hier, ich habe so lange nicht mehr mit Max gearbeitet, das ist eigentlich schon peinlich. Ich mache mal ganz kurz einen Turnaround, dass ihr den mal von allen Seiten ungefähr seht. Unten haben wir natürlich nicht so viel ausgebaut. Dafür oben, wie ihr seht, ist ein Doppeldecker. Der hat auch oben Fenster und dergleichen. Und jetzt schalte ich das Ganze mal ganz kurz auf Wireframe, dass ihr auch seht, ja, das sind alles Polygone, alles nachgearbeitet, bis ins Detail, dass die Edgeflows auch alle wirklich stimmen. Ja, und das Schöne daran ist, Thomas, unser Modeler, der das alles erstellt hat, hat sich auch die Mühe gemacht, auch natürlich auch testweise, damit er später auch sieht, dass es auch alles so funktioniert, wie es soll. Schiebe ich mal hier eine Timeline und dann seht ihr auch, wie das langsam die Türen aufgehen, die Gepäckluken. Macht das gleich auch nochmal aus anderen Perspektiven, damit ihr auch sieht, dass das wirklich alles einwandfrei funktioniert. So mal ein bisschen näher ran. Jetzt habt ihr es ja schon von der Ferne gesehen. Ja, seht also, da kann man auch, der Innenraum ist auch schon ausmodelliert. Mehrere Gepäckluken. Das Modell hat insgesamt 3 Türen, wie ihr vorne seht. So, zum Thema Scheibenwischer. Ganz kurz nochmal. Seht ihr, die sind auch schon teilweise probeanimiert. Ja. So, dann ist das ganze Ding auch wieder zu. Jetzt kann ich mal ganz kurz, damit ihr vielleicht das Interior besser seht, ja, so grob wie es momentan noch existiert, ein paar Layer abschalten. Dummy Helper, genau. Da seht ihr dann langsam, wie sich das alles, dass das alles in Schichten quasi modelliert ist. Stück für Stück, Step by Step. Das ist das ganze Interior eigentlich langsam weg. So, bis wir eigentlich dann nur noch das Cockpit haben am Ende. Das, was ihr euch quasi, das, was ihr eigentlich die ganze Zeit seht. Das Cockpit selbst ist noch nicht zu 100% fertig. Das ist ganz kurz mal fokussieren alles hier. Da muss noch das UV-Layouting gemacht werden. Da fehlen natürlich selbstverständlich die gesamten Texturen. Aber damit ihr mal so einen leichten Vorgeschmack bekommt, was da alles auf euch zukommt mit diesem DLC. Wir haben auch, wie gesagt, also das ist eine Lizenz von Neoplan, die wir bekommen haben. Wir haben sogar von Neoplan, und das hat uns extrem geholfen, ist nicht unbedingt Cut-Daten, aber so ähnlich. Ja, wir haben ein bestimmtes 3D-Format von Neoplan selbst bekommen, dass Thomas sich das auch alles in 3D angucken kann. Das ist ein Format, aus dem wir nichts exportieren können. Das ist ein reiner 3D-Viewer. Wir können aber auch ähnliche Layer abschalten. Ja. Da kann man sich sogar den Motor angucken. Also erwartet jetzt bitte leider nicht, dass wir den Motor nachbauen werden. Das werden wir leider nicht tun. Aber selbst das kann man sich da alles angucken. Und das ist wirklich extrem krass. Also das grenzt an ein Cut-Modell. Cut, wer es nicht kennt, das ist eigentlich ein Cut, ist von Autodesk das ursprüngliche Format gewesen und das ursprüngliche Programm, mit dem Autodesk eigentlich angefangen hat, um ähnliche Dinge für die Industrie herzustellen. So, jetzt gehe ich mal zum Abschluss auf die, ups, das war der falsche Layer, schalte ich mir den nochmal an, komplett, damit ihr ihn nochmal abschließend sehen könnt und dann gehen wir mal in den aktuellen Stand des Fernbus-Simulators und gucken uns da ein paar Änderungen an. Jo. Dafür
tauschen wir mal Sitze. Ja? Machen wir. So, wir haben den Platz gewechselt und wir sind jetzt im Fernbus-Simulator am Flughafen Frankfurt. Und wir machen es kurz, wir wissen, das Video ist jetzt schon ein bisschen lang geworden. Wir wollen euch einfach ein paar Sachen zeigen, wie es weitergegangen ist, denn jetzt sind vor allem die Detailarbeiten dran. Und das ist ziemlich interessant. Jill, du bist dran. Jo, alles klar. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Sounds an der Tür und der Gepäckluken. Muss ich jetzt immer leise sein, damit man es auch hört. Die haben wir jetzt schon eingebaut, da könnt ihr gerne Feedback dazu geben, weil wir haben nämlich auch einen anderen Sound geändert, der euch die ganze Zeit genervt hat, bis zum geht nicht mehr und uns mittlerweile auch. Ihr könnt es euch schon, wahrscheinlich schon denken. Jetzt sind wir schon im Bus, jetzt haben wir auch den Motor angemacht und so, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal die Kameras an. Auf den Knöpfen, wir haben nämlich Kameras eingebaut. Nicht die Kameras, die wir jetzt durchschalten, sondern dann folgendes. Damit ihr auch hier seht, was ihr da eigentlich gerade gemacht habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel mal die Tür öffnen. Und ich hoffe mal, das sieht man jetzt. Oben rechts ist eine Kamera für die Tür, für die entsprechende Tür. Wir haben ja zwei Türen. Dann können wir die Hintere und Vordertür öffnen. Und dann seht ihr dann quasi auch, was ihr da eigentlich gerade macht. Ja? Ich meine, dass da nicht nur ein Sound abspielt, sondern da tut sich auch wirklich was. Ja, dann... Genau, die Fahrgastraumbeleuchtung kann man auch noch einschalten. Diese Kameras haben natürlich nicht immer alle grafischen Qualitäten wie auch der normale eigentliche Viewport, den ihr seht. Das heißt, es ist immer ein bisschen abgespeckt. Das hängt auch mit der Qualität der Spiegel zusammen, die Qualität dieser Kameras. Die haben wir jetzt natürlich probeweise extra mal hochgestellt. Ja, und dann kannst du mal mit 0 nochmal die weiteren Kameras durchschalten. Da haben wir zum Beispiel noch das Lifting. Da kann man dann unten links das Lifting einstellen. Da seht ihr dann auch gleich eine Kamera am entsprechenden Rad. Und dann seht ihr, wie der Bus sich hebt oder neigt. Ja, einmal vorne, einmal hinten. Und einmal nochmal zum kompletten Ausgleichen. So, und die letzte, die wir haben auch noch dann noch das Fahrerfenster, dass ihr auch hier seht, was ihr da eigentlich gerade macht. Auch wieder mit der Kamera. Und warum wir jetzt gerade vom Frankfurt Airport um 6 Uhr morgens gestartet haben, ist, weil uns da so schön die Sonne in die Fresse scheint. Die Kamera geht ab. Über den Sound habe ich mich vorhin aufgeregt, habe mir gedacht, was ist das denn jetzt wieder? Und die beiden haben ja gerade gesagt, das ist der Originalsound. Und Chris war ja vor Ort bei den Soundaufnahmen und hat sich da schon gewundert. Das stimmt, das ist wirklich der Originalsound. Ich habe ja eben die Sound- und Tonaufnahmen des Lions Coach gemacht und das stimmt. Es ist leider so. Es hört sich so ein bisschen an, fand ich, wie irgendwo auf dem Todesstern. Wenn irgend so eine fiese Luke aufgeht oder dergleichen, was auch immer. Also angenehm hört sich's nicht an. Wenn euch das nicht gefallen sollte, mal gucken, ob wir das nochmal ein bisschen schöner machen, aber echte Busfahrer müssen wahrscheinlich im Lions Coach auch damit leben, mit diesem etwas brutalen Sonnenblendenmotor. Naja, da hatte einer unserer Let's Player angemerkt, da fehlt ja noch ein Sound, wenn man über diese Speedbumps, weiß ich jetzt nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, diese Bremsschwellen. Geschwindigkeitshubbel, das ist ein schönes Wort. Drüber fährt, dass da ein Sound fehlt. Den haben wir jetzt auch eingebaut. Und der gilt ebenfalls eigentlich für fast alles, was man anfährt, was so leicht hoch ist. Sprich auch für Bordsteinkanten. Das müssen wir mal ganz probeweise mal hier unter dem Frankfurter Flughafen unter den Bahnterminal langfahren. Übrigens, was auch jetzt weg ist, das habt ihr aber sicherlich bei den Let's Plays schon gesehen, dieses nervige Schaukeln, sodass einem ja übel wird, wenn man hier mit dem Bus um eine Kurve fährt. Also die Physik ist nochmal überprüft worden, wurde eben auch nochmal ganz genau angeguckt von Busfahrern und Busfahrlehrern des ADAC. Die haben uns da massiv geholfen, also vielen Dank auch nochmal an der Stelle, sodass die Physik eben möglichst realistisch ist. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Jetzt habe ich es total vergessen. Genau, René hat uns geraten, wir sollen dann schon zügig drüber fahren, damit man den Sound überhaupt hört. Weil wenn man natürlich drüber schleicht über diese Bodenschwellen, dann hört man auch nichts. Ah, sehr minimal. Ah, da. Ah, nochmal.
Sie merkt, es ist vielleicht noch ein bisschen verzögert, da müssen wir noch mal gucken, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt abspielen. Manches, was so einfach erscheint, ist dann leider dann doch nicht in der Praxis in der Engine so einfach. Jetzt muss man noch dazu sagen, die Performance ist jetzt in dem Fall wirklich jetzt, miserabel, weil wir eben alles auf episch gestellt haben. Auch die Spiegel, die nehmen eben leider noch sehr viel Leistung weg, aber wir wollten eben euch zeigen, wie das im bestmöglichen Fall aussieht. Deswegen nimmt es uns nicht übel. Natürlich kann jeder sich das so einstellen, wie er will, die Grafikeinstellung. Wir haben auch wieder das super Auto-Detect System drin der Unreal Engine, sodass die im Optimalfall selbst entscheidet, welche Grafikeinstellungen für euer System am besten sind. Und deswegen ist das so. Ich halte jetzt mal an und dann lassen wir nochmal das Rollo runter. Ach ja, und wenn ihr gerade gemerkt habt, dass es mal abgesehen von der schlechteren Performance durch die höhere Grafikeinstellung, es ist so leicht zuckelt, das liegt daran, dass es diese Kopfnickphysik, ja, oder die Kamera-Physik, die wir eingebaut haben. Ja, wunderschönes Sonnenrollo, das auch wirklich mal sinnvoll funktioniert. Ja. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr so arg geblendet, einwandfrei. Dieses Kopfnicken kann man natürlich auch in den Optionen ausschalten, dann zuckelt das nicht mehr. Das ist noch eine Sache, da arbeiten wir noch gerade dran, dass wir das auch rauskriegen, dass das nicht mehr die ganze Zeit so leicht ruckelt. Wie gesagt, das wirkt dann so ein bisschen wie noch mehr weniger Frames, als man jetzt ohnehin auf der hohen Grafikeinstellung hat. Und das ist, wie gesagt, auch so ein Grund, warum wir jetzt nochmal verschieben, um möglich zu garantieren, dass der Simulator, den wir jetzt machen, eine eindeutig bessere Performance hat und bessere Stabilität. So ist es. Ja. Liebe Leute, ich weiß nicht, wie lang dieses Dev Diary jetzt schon wieder geworden ist, aber wir hoffen, dass es für euch wieder sehr informativ war, sehr viel Spaß gemacht hat und lasst, wie gesagt, gerne nochmal Feedback da. Release Events, Anmeldebeginn ist diesen Freitag. Muss hier mal die Handbremse, dann muss ich nicht mehr auf dem Pedal stehen. Diesen Freitag ist Anmeldebeginn. Alle Informationen gibt es dann auf Facebook bzw. in unserem Forum. Auf Facebook wird es nur verlinkt. Schaut also unbedingt vorbei und wir freuen uns auf euch. Und wir sehen uns spätestens dann im August zum nächsten Dev Diary. Das letzte vor Release. Bis dann.